Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute zu Let's Play World of Warships und weiter geht's mit meinem deutschen, mit meinem ganz eigenen Tech-Tree. Und heute will ich euch den Stufe 5 Kreuzer Königsberg zeigen. Ihr seht vorne schon die Anordnung von den Türmen. Vorne ein Turm, hinten zwei und dementsprechend mit dem Versatz ist dann da schon einiges geboten. Die 150mm Geschütze können schon dem Gegner ordentlich auf den Geist gehen, aber genug der Worte, genug des Hangars bzw. des Hafens. Viel wichtiger ist, wie schlagen wir uns in Game, und das will ich euch jetzt nun zeigen. Los geht's! So, also wir sind im Hangar und wir wollen auch direkt loslegen. Rechts und links seht ihr nun praktisch hier die Spielernamen, die HP-Balken der Gegner und dann daneben, um was es sich überhaupt handelt. Das ist jetzt aktuell so Stand der Dinge, was ich hier so an meinem UI verändert habe. Ansonsten typischerweise so wie immer. Und es ist Aslan, das Modpack. So, wir kommen mit der Königsberg dann schon beachtliche 16,4 Kilometer weit. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich nice. Dementsprechend bleiben wir hinten und halten da so ein bisschen drauf, weil wie gesagt, die Kreuzer der Deutschen haben eine tolle Reichweite und in allen anderen Sachen, und man muss wirklich sagen, oder in extrem vielen Sachen, haben sie wirklich gegenüber ihren Pendants Nachteile. Also von dem her, seid da auch bitte wirklich vorsichtig, wenn ihr diese Kreuzer spielt, weil von wegen, wie es damals hieß, überragende Panzerung, forget it, die haben keine überragende Panzerung, sie haben Reichweite, davon massig, aber sie haben keinen großen Durchschlagswert. Die HE-Schellen machen weniger Schaden als die AP, aber das Kaliber ist einfach mit 150mm so klein, dass man praktisch, man sieht es hier ganz gut, Höchstschaden 1700 zu 3900. Allerdings, wie gesagt, durch den Brandwahrscheinlichkeit, die auch etwas geringer ist, aber durch die Brandmöglichkeit und dann durch den Winkel, finde ich hier einfach trotzdem die HE-Kniften einfach angenehmer. Wenn man näher rankommt, dann ruhig auch auf AP laden. Aber da muss der Winkel passen, muss die Zitadelle mitspielen und alles andere. Und dementsprechend, gerade wir sind hier nicht Top-Tier, sondern es ist ein 6er-Gefecht. Auch da ist es so, einfach ein bisschen relaxed und laid down spielen. Da hinten war schon die erste Fuse offen. Die ist allerdings noch nicht für mich erreichbar. Allerdings hier die Königsberg. Auf die wird natürlich auch direkt geschossen. Die scheint da sogar zu stehen. Dementsprechend wird es natürlich fleißig draufgeschossen. Und ihr seht, aufgrund des Winkels, einfach da mal mit HE, die kommen da ganz gut rein. Ist halt natürlich, die Flugzeit ist halt sehr, sehr lang von diesem Granatentyp. Aber zumindest schon mal der erste Schaden, den man da anbringen konnte. Und hier auch natürlich ist so eine New York und so eine Fuso die Jungs und Mädels, die weiterkommen. Boah, die Cleveland hat schon extrem einstecken müssen. Oh, da ist eine Kuma. Ich drehe mal ab. So, da hat man ihr gerade noch so den einen Ausfall bereiten können. Aber ich bin hier auch in der Unterzahl. Die Cleveland ist schon tot. Und dann kommt da noch eine Kongo. Aber auch die Kongo, die
ist hier sehr weit hinterhalb. Jetzt halte ich mal auf die Kuh mal drauf, aber wie gesagt, aufgrund der Flugbahn ist es nicht so easy. Jetzt hier, wie gesagt, ihr seht es ja selber, mit was ich schieße. Wenigstens so ein bisschen Schaden, den man hier anbringen kann, aber Kuma ist halt Tier 4 und auch nicht wirklich stark gepanzert und trotzdem ist es hier nicht so einfach. Jetzt New York so ein bisschen mal unter Feuer stellen. Und wie gesagt, auch Schlachtschiffe definitiv mit dem Kaliber, mit HE. Also da gibt es gar keine Überlegung. Konnten wir ihn sogar direkt anzünden. Und nochmal. Das nervt dann durchaus. Aber ihr seht, wir sind jetzt schon wirklich hier jetzt alleine. Und hier wegfahren ist jetzt gar nicht so einfach. Wir haben zwar eine schöne Geschwindigkeit, ganz klar. Aber einfach nicht so viel, dass man sagen kann, das entschädigt für alles, ganz im Gegenteil. Deswegen den Kreuzervorteil nutzen und ein bisschen unvorhersehbar vielleicht sich bewegen. So, jetzt will die Kuma wieder mitspielen. Und jetzt werde ich mal auf jeden Fall mal ausnutzen, dass ich hinten zwei Türme habe. So, und jetzt lade ich wieder auf AP. Ihr hört ja schon am Sound. Überall trifft das Wasser ein. Jetzt habe ich eine schöne Zitadelle getroffen. Ist jetzt ein sehr spannendes Gefecht. Ohne Frage, ohne Wenn und Aber. Jetzt hoffe ich mal, dass die beiden Dicken da vorne ein bisschen mitspielen. Und wie gesagt, auf diese Entfernung ist es extrem schwer, mit der Königsberg zu treffen, weil einfach die Kanonen so konisch fliegen. Man muss echt da sich wieder ein bisschen eingrooven. Das ist nichts, was so mal eben passiert. So, da vorne kommt eine Cleveland durch die Mittelgasse. Und jetzt ist er außerhalb der Reichweite, die Kuma. Die Frage ist wirklich, ob die Cleveland da kommt. Ein bisschen Distanz jetzt verkürzen. Dass ich auch wieder mal schießen kann und wirken kann. Ich will zwar jetzt nicht so in erster Reihe vorne sein oder derjenige sein, der da unterstützt,
Aber auf jeden Fall will ich gleich so ein bisschen mitsupporten können. Schade, dass die da so weit weg sind. Und die Fuso ist auch so, dass der hinterhalb von dem von der Insel ist. Da ist er jetzt auch nicht wirklich zu erreichen und auch nicht zu beschützen. So, einfach mal hier reinhalten. Weil vielleicht kommt auf doof ja doch einer, weil gerade 6 Kilometer ist eh nicht weit. Also ein Teammate brauche ich da nicht großartig vorwarnen. Die kommen da gut damit auch so zurecht. So, jetzt bin ich in Feuerreichweite. So, die Kuma hat mich aber auch wieder im Visier. Und die hat einfach den schöneren Richtbereich, das muss man ganz klar sagen. Weil da einfach die Kanonen so kommen, wie sie kommen sollen. Nicht so konisch. Bisschen angenehmer. So, jetzt bleibt sie fast stehen. Hat es jetzt gut gemacht, das Tempo variiert. Hat mich ein bisschen aus dem Tritt gebracht, rein vom Aiming her. Das hat man ja jetzt gerade gut gesehen. So, und jetzt gerade wieder so ein bisschen so fahren, dass möglichst wenig Möglichkeit gegeben ist, dass sie mich überhaupt hier trifft. Aber viel HP hat die Kuma nicht mehr. Das ist ja schon mal ein schöner und angenehmer Vorteil. Die Nürnberg, die hier durch die Mitte rudert, die wird jetzt auch nicht mehr lang können. Aber wie gesagt, nach wie vor, das Spiel ist kein Sprint. Macht's da nicht übertreibt's nicht, macht's ruhig, macht's entspannt. Und gerade was ich hier jetzt mache Richtung Fuso, ist auch ein bisschen sehr riskant, muss ich gestehen. Deswegen will ich mal zumindest so ein paar Türme jetzt auf die setzen. HE-Granaten sind geladen. Achtet nicht auf uns, das ist schon mal schön. Und dementsprechend kann man die hier ganz gut unter Feuer nehmen, weil das natürlich. Die Feuerrate ist ganz ordentlich. Das kann man auf jeden Fall auch attestieren. Jetzt ein Brandschaden wäre schön. Oder auf ihn da. So, jetzt will ich die Königsberg da endlich mal weghaben. So, jetzt viel. Hat er nicht mehr. Ich hoffe, dass er mit dem schon weg ist. Ja, das ist sehr gut. Das hat geklappt. So, da ist hier mein Ruder beschädigt worden und durch die Mitte könnte noch was kommen. Deswegen da mal Torps hin. Wir cappen hinten auch. Schwerer Schaden. So, Fuso ist jetzt weg. Ah, da hat sie nochmal mir aber sowas von der Zitadelle weggehaut. Sehr, sehr ärgerlich.
Aber da hinten meine Fuso, die war dann auch auf einmal weg, oder meine Kongo. Und dementsprechend war es dann nicht mehr leicht, aber die haben alle nicht mehr viel, bis auf die Fuso, die hat noch wirklich ordentlich HP. Aber sonst ist der Gegner da jetzt nicht mit Hitpoints noch großartig am Leben. Und mein Team ist ja sehr, sehr frisch. Also das könnte doch durchaus was werden. Sofern sie einfach cappen. Sind hier auf jeden Fall schon dran. So, ich habe so das Gefühl, die Oma will aus dem Cap rausfahren. Oder wird sie gerade langsamer? Es wird gerade in der Tat langsamer. Und jetzt ist der Cap gleich durch. 4 Minuten ist der Kampf noch lang. Nein, da haben wir durchgecappt und dann gibt es ja automatisch die XP gleich in der Form, dass man, oder beziehungsweise die Cap Points, dass man siegt. Und dementsprechend war das hier der Tagessieg. Wir schauen, ich habe mich hier auf Platz 4 in den XP gekämpft und ich habe Schaden gemacht. Ja, bisschen unter 40.000. Ist jetzt nicht rühmlich, aber man hat schon gesehen, was die Königsberg kann und was sie nicht kann. Und ja, damit glaube ich, kann man auch sagen, das Spiel ist beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.